Ein völlig zerstörtes Haus. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Das sind Bilder aus Brandenburg, aus Lüchen, aus der Uckermark, die uns gerade erreichen. Heute früh um 5 Uhr eine gewaltige Explosion dort in diesem Haus. Unten in dem Haus befindet sich eine Bäckerei. Dort offenbar auch der Ursprung dieser Explosion. Eine Bäckereiangestellte dort schwer verletzt und von dem Haus, ja, das sieht aus wie nach einem Bombeneinschlag. Völlig verwüstet. Das Ganze hat sich dort am Markt in Lüchen abgespielt, in dieser Stadt im Brandenburgischen. Das ist nicht weit weg von der Heimat von Angela Merkel, Templin, so ungefähr 15 Kilometer von dort entfernt. Dort also diese gewaltige Explosion, offenbar eine Gasleitung, die da heute früh in die Luft geflogen ist, dort an der nördlichen Grenze eben von Brandenburg.